Die Kölner feiern schon, obwohl es noch gar nicht Mitternacht ist. Silvester am Kölner Dom. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser Sondersendung, Silvestersendung hier im WDR. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr. In gut 10 Minuten rutschen wir gemeinsam ins neue Jahr hinein. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und wir haben hier natürlich viele Lichter. Sie sehen ja schon Böller, Feuerwerke. Und wir haben das hier, diesen einmaligen Blick auf die Kölner Altstadt, auf den Kölner Dom. Er steht hier wieder in seiner ganzen Pracht, schön beleuchtet in diesem Jahr, ja mit einer Schutzzone drumherum, dazu gleich mehr. Aber erstmal schalten wir in ein anderes prachtvolles Gebäude. Es ist die Kölner Flora in der Nähe der Zoobrücke. Da gibt es ein rauschendes Fest, eine Silvestergala. Und dort ist meine Kollegin Manuela Klein. Manu, sag mal, es dauert ja noch ein paar Minütchen bis Mitternacht, aber stehen die Leute da in der Kölner Flora schon mit Sektglas bereit und fiebern dem Countdown entgegen? Also ich sag mal so, im Moment wird eher noch abgehottet hier. Ich sehe zwar auch das ein oder andere Sektglas, ja, aber es ist hier eine solche Feierstimmung. Man sieht einfach, die Menschen wollen hier Spaß haben und dieses sensationelle Ambiente genießen. Das tun sie und wir genießen mal einen kleinen Moment mit. Tja. Also, jetzt will ich aber natürlich auch mal ein bisschen fragen, warum die Leute überhaupt hier sind. Warum sind sie hier? Was ist das Besondere an der Flora? Ich denke mal, die Lichtfeste, die jetzt noch kommen werden. Ich muss mir kein Feuerwerk kaufen. Okay, er hat es schon vorweggenommen. Hier gibt es gleich tatsächlich ein kleines Feuerwerk, ein Indoor-Feuerwerk und Konfetti-Regen und natürlich genug Getränke. Und da gehe ich natürlich mal zu dem Mann, der das hier zu verantworten hat, nämlich Markus, Chef der ganzen Kellner. Markus, was läuft hier am besten? Ja, also die üblichen Getränke laufen natürlich super, also wie Sekt, Champagner, aber heute auch ganz besonders unsere Cocktails mit 3 verschiedenen. Und hier hätte ich den wunderbaren Flora 75, der auch sehr gut ankommt. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Gerne. Warte mal, so. Probier mal. Sehr köstlich. Mehr darf ich noch nicht. Ja, und wir sind ja jetzt beim Thema Alkohol, beim richtigen Thema, nämlich gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und da wollten wir mal wissen, was haben sich die Gäste hier warum vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, Nico und ich, dass wir zusammen gemeinsam Sport machen werden. Und ein bisschen sportlicher zu werden. Ich habe mir fürs neue Jahr vorgenommen, öfters den FC zu besuchen und dass der FC wieder in die erste Liga aufsteigt. Und das ist die Hauptsache für 2019. Ich möchte einfach nur glücklich sein, zufrieden sein, Freunde haben. Das ist alles. Ich gar nichts. Gar nichts. Ah, viele Glück in der Liebe natürlich, ne? weil ich immer nach der Suche bin. Ja, ich möchte ein bisschen anständiger leben und natürlich meiner Frau immer ein guter Mann sein. Und meinen Kindern. Ich habe ja nur eins. Das Jahr war letztes Jahr gut und dieses Jahr wird auch super. Ein bisschen mehr Zeit mit den Freunden zu verbringen, wie zum Beispiel heute Abend. Wir haben letztes Jahr zusammen gefeiert und dieses Jahr wieder. Und ich weiß, dieses Jahr 2019, wir haben noch 2 Stunden Zeit, werden wir noch mehr Zeit zusammen verbringen. Ja! Oh. Oh. Ja, 2 Stunden haben wir lange nicht mehr. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich werde mich jetzt, glaube ich, auch mal mit einem Kaltgetränk versorgen. Ich freue mich riesig, wenn es hier gleich von der Decke regnet. Das zeigen wir Ihnen gleich noch, liebe Zuschauer, denn wir sehen uns nach Mitternacht wieder. Und bis dahin schon mal einen guten Rutsch von hier aus der Flora. Bis gleich. Tschüss, Ivi, bis gleich. Mensch, schön habt ihr es da, Manuela. Schön prachtvoll und schön muckelig warm, aber wir können uns hier auch nicht beklagen. Hier haben die Leute auch Sekt in der Hand, die meisten zumindest. Und hier sind Tausende an den Rheinufern. Schauen Sie mal, oder hier auf den Schiffen, das ist natürlich auch was ganz besonders Tolles. Wenn man rechtzeitig dran ist, kann man sich hier eine Karte für ein Gala-Dinner auf dem Schiff kaufen, ergattern. Und dann kann man nicht nur lecker essen auf dem Schiff, man hat diesen Blick vom Schiff aus. Und die tanzen großartig. Das sieht auch ganz, ganz schick aus.
um 12 Uhr, wenn sie dann auch alle ihre Gläser in der Hand haben, aufhören zu tanzen, anstoßen auf das neue Jahr, auf 2019. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, flussaufwärts und flussabwärts ins neue Jahr reinzugleiten. Die Leute stehen auch auf den Brücken, nicht mehr so zahlreich, sage ich mal, wie vor 3 Jahren, denn zum Beispiel die Hohenzollernbrücke, das ist die Brücke, die Sie gerade sehen, das ist die Eisenbahnbrücke mit den Tausenden von Liebesschlössern, die ist leider für Menschen, für Fußgänger gesperrt, das ist aus Sicherheitsgründen so. Die ist gesperrt, obwohl man da natürlich einen super, super Blick hätte. Dafür sind die anderen Brücken geöffnet, die Deutzer Brücke und auch die Nordseite der Severinsbrücke. Also die Leute verteilen sich gut, haben sich gut gerüstet, warm angezogen, freuen sich aufs neue Jahr. Und das Wetter, ich würde sagen, es hält auch. Man hat jetzt nicht so die übermäßige Sicht nach oben, aber es sind ja auch keine riesigen Höhenfeuerwerke. Es sind kleinere, es sind Böller, es sind viel Wunderkerzen und dafür reicht die Sicht und recht warm ist es auch. Aber wir schauen mal in Länder, die viel, viel wärmer sind und die schon viel früher als wir hier ins neue Jahr reingefeiert haben. Am weitesten uns voraus, kann man sagen, ist Samoa. Die sind uns 13 Stunden voraus. Die haben schon längst 2019. Aber das ist ja schon Ritual. Wir gucken jetzt mal uns Bilder an. Und zwar als erstes fliegen wir mit Ihnen nach Australien. Nach Sydney. Und da gibt es jedes Jahr ein super Feuerwerk. Gucken Sie mal die Harbour Bridge, der Kleiderbügel, wie die Australier ihre Brücke nennen am Hafen und über dem Opera House. Wie jedes Jahr muss man sagen, einfach ein tolles, tolles und ziemlich üppiges Feuerwerk. Schön, oder? Ja, fast so schön wie unsere Kölner Lichter. So, und dann fliegen wir mal weiter nach Hongkong. Die sind uns 10 Stunden voraus gewesen. Und wenn jemand Feuerwerk machen kann, dann sind es ja wohl die Chinesen, sollte man meinen. Und sie lassen es krachen. Schauen Sie mal, richtig krachen. Sieht auch schön aus. Und es ist noch, würde ich sagen, ein bisschen wärmer als in die Region, in die wir jetzt gleich fliegen. Noch ein bisschen Gesang, chinesischen. So, und jetzt sind wir in Moskau. Minus 5 Grad. Es schneit über dem Roten Platz und dem Kreml, aber das tut dem Feuerwerk keinen Abbruch. Die Russen, Sie wissen es vielleicht, sie feiern ja anders als wir nach dem julianischen Kalender. Sie feiern erst Silvester mit Väterchen Frost, der Geschenke bringt, und danach Heiligabend. Sie haben einen sehr schönen Brauch. Sie schreiben einen Wunsch auf einen Zettel, dann verbrennen sie den Zettel. So, jetzt sind wir wieder zurück in Köln. Ich erzähle Ihnen trotzdem noch den Brauch. Sie verbrennen den Zettel, die Asche kommt ins Champagnerglas und bevor die Kremlglocke läutet, müssen Sie den Champagner mit Asche getrunken haben. Dann geht der Wunsch in Erfüllung bei uns. Ah, da freue ich mich schon drauf. Erklingt gleich der dicke Pitter, die große Petersglocke im Südturm des Kölner Doms mit neuer Aufhängung. Sie schwingt seit Oktober wieder richtig gut durch mit dem tiefen C. Das ist immer Gänsehaut-Feeling pur, würde ich sagen. Das ist einfach eine super, super schöne Geschichte. So, ich habe mir hier noch ein paar Gäste nach oben geordert. Hallo, wir feiern gleich zusammen rein mit Sektchen. Wo kommt ihr beiden her? Aus Bonn. Das ist Alina aus Bonn und Antonia aus Kerpen. Und warum seid ihr nach Köln gekommen? Also wir studieren schon seit einem Jahr zusammen in Köln und dann war es eher eine spontane Entscheidung, dass wir doch an den Rhein fahren und hier das Feuerwerk uns anschauen. Ist in Kerpen in Bonn nichts los? Wir wollten eigentlich zu Hause feiern und dann war das eher eine spontane Aktion. Wir wollten das eh immer mal hier sehen und dann. Ja, das hier sehen. So, und ihr seid dabei. Jetzt bin ich doch in die Pfütze getreten. Das sind Birgit. Ja, das bringt Glück. Das sind Birgit und Detlef. Ihr kommt woher? Ich komme aus Köln. Ich aus Euskirchen. Habt ihr euch hier gefunden? Nein. Also nicht an diesem Abend, aber ihr habt was zu feiern. Ja, genau. Ja. Wir haben gestern unser erstes Date gehabt und ja, dann haben wir beschlossen, dass wir heute reinfeiern. Großartig. Warum musste es jetzt Köln sein? Wie? Warum jetzt gerade Köln hier im wildesten Trubel? Ihr könntet ja auch verträumt zu zweit irgendwo sitzen und feiern am Kamin. Nein, so schnell geht's auch nicht. Und sie wollte mir das mal zeigen. Ja. Als Nicht-Kölner wollte sie mir das einfach zeigen. Als echte Kölnerin und Lokalzeitguckerin. Ich gucke, ja, jeden Abend. Wir stoßen gleich zusammen an und ich wandere mal noch mal rüber
noch ein junges Glück. Vanessa und Manuel, ihr habt auch was zu feiern. Richtig. Was? Ja, wir sind jetzt hier Silvester in Köln. Er hat mir den Jahrestag sozusagen die Köln-Reise geschenkt und jetzt sind wir hier. Jahrestag heißt bei dem jungen Glück was? Ja, wir waren 2 Jahre zusammen und dann habe ich dir die Reise geschenkt. Sehr schön, klingt wunderbar. Ihr macht euch schon mal bereit. Ich kriege jetzt auch ein Gläschen, gebe meine Karten ab. Jetzt gucken wir mal, der Countdown noch läuft ja nicht. Habt ihr euch was fürs neue Jahr vorgenommen? Wir haben gerade, das habt ihr vorhin nicht hören können, aber die Leute haben sich die wildesten Sachen gewünscht. Was wünscht ihr euch fürs neue Jahr? Auf jeden Fall, dass meine Familie und generell alle Menschen gesund und glücklich bleiben. Das ist die Hauptsache. Manuel? Genau, Glück und Gesundheit, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass es auch hier in Köln friedlich bleibt und ist, das wäre nicht schlecht. Antonia, vielleicht nochmal du. Was, hast du dir was für 2019 vorgenommen oder wünschst du dir was ganz Dolle? Dass ich einfach ein bisschen mehr Entscheidungen treffen kann und ja, alle gesund bleiben und ja. Ja. Und Alina, vielleicht kannst du ihr dabei helfen. Ihr studiert ja zusammen, ne? Werde ich versuchen. Jetzt ist es gleich soweit. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal so auf. Das können wir uns gleich angucken. Jetzt ist es in wenigen Minuten. Wir kriegen gleich den Countdown hier eingeblendet. Und dann können wir zusammen runterzählen. Jetzt ist gerade durch die Kamera verdeckt. So, pass auf. Wir zählen alle zusammen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Frohes neues Jahr! Alle guten Wünsche, Glück, Zufriedenheit, Gesundheit für Sie, liebe Zuschauer. Und jetzt hören wir, wie angekündigt, den dicken Peter. Und dann sehen Sie mit ganz vielen Kameras hier die schönsten Bilder vom Feuerwerk. Und bis gleich. Thank you.
Schön, oder? So kann man doch reinfeiern ins neue Jahr. Silvesterfeuerwerk am Kölner Dom. Ich habe es genossen und ich weiß nicht, ob meine Kollegin Manuela Klein und die vielen Gäste in der Kölner Flora den dicken Pitter überhaupt hören konnten. Manu, wenn du mich hörst, sag mal, ihr tobt da bestimmt noch ab. Was meinst du, wie lange feiern die Menschen da noch Party in der Kölner Flora? Simone, die Frage wäre eher, wie lange feiern sie nicht? Weil ich kann dir wirklich schon garantieren, die Party ist so im vollen Gange und bis mindestens 6 Uhr morgens wird hier die Tanzfläche gerockt. Gerade ist es ein bisschen leerer, weil einige sind mal rausgegangen, frische Luft schnappen. Aber der Moment eben, der war hier auch ganz großartig und gigantisch. Und das haben wir natürlich aufgezeichnet. Das zeigen wir mal. Sicher, dass ich das gleich auch wieder richtig füllen wird hier. Ich habe mir jetzt auch mal ein kleines Kaltgetränk besorgt, weil jetzt darf ich auch mal. Ich wünsche dir, liebe Simone und allen anderen, wunderbares neues Jahr, tolles 2019. Prosit, Neujahr! Dankeschön, liebe Manuela. Den Wunsch gebe ich zurück. Genießt das. Sieht toll aus, deiner Kölner Flora. Da geht es richtig ab, aber hier auch. Also man kann sich nicht beklagen. Es ist wunderschön. Es ist auch alles bisher schön und friedlich abgelaufen. Hoffen wir, die ganze Nacht bleibt so. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, vor allem ein gesundes, ein glückliches, ein zufriedenes 2019. Mit allem, was Sie sich so wünschen. Mit ganz viel Liebe, ja, und mit ganz viel Feuerwerk im Herzen oder wo auch immer. Genießen Sie das neue Jahr. Und wenn Sie gleich noch schöne Bilder sehen wollen, bleiben Sie einfach bei uns. Wir zeigen Ihnen noch ein bisschen was vom Feuerwerk. Und dann, wenn Sie nicht genug bekommen konnten vom Feuerwerk, gibt es noch Best of Kölner Lichter. Da geht es dann richtig in die Höhe. Das ist ja das musiksynchrone Höhenfeuerwerk, das immer im Juli hier in Köln ist. Ja, das sollten Sie sich vielleicht auch noch gönnen und dabei noch den Abend schön ausklingen lassen oder einfach weiter feiern. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Schönen Abend.